Mahlzeit. Mahlzeit. Das ist eine Sackgasse. Ich bin mal wieder in Brüssel und ich bin mal wieder total orientierungslos. Ich war schon öfter hier. Ich bin sicher das fünfte oder sechste Mal hier, aber das ist alles so unübersichtlich und verstreut. Ich glaube, es gibt viele Leute, die nach ein oder zwei Legislaturperioden erst Bescheid wissen, dass sie oder wie sie am schnellsten in ihr Büro kommen. Die Fahrstuhltüren sind auch etwas zu klein. Immer wenn ich in Brüssel ankomme, gehe ich erst einmal zur Kasse, wenn ich sie finde. A352 ABC JKL. Ich mache jetzt das Allerwichtigste, was ich als Abgeordneter des Europäischen Parlaments täglich zu tun habe. Ich gehe mich eintragen. Es gibt ein Buch, in das muss ich mich einschreiben, damit ich mein Tagegeld in Höhe von 304 Euro unversteuert bekomme. So, I'm looking for ASP 3H. Yes, it's where I can. Ist das die Gasse? Die Kasse? Ja. Der Mann mit der schweren Goldkette ist EU-Saaldiener und in seinem Leben schon verdammt oft zur Kasse gegangen. Wie lange sind Sie schon da? 35 Jahre. 35 Jahre? So lange gibt es die EU doch noch gar nicht. Mahlzeit. Ob ich den Weg zur Zahlstelle in 35 Jahren alleine finden werde? Wenn man in die Nähe der Geldausgabe kommt, braucht man nur noch dem Strom fröhlicher EU-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu folgen. So, das war's. Das war das Wichtigste, was ich heute zu tun hatte. Und jetzt gehe ich auf einen Empfang, Canapés essen und Champagner trinken. Die Firma Huawei Technologies hat mich eingeladen. Das ist eine Firma, die von den Amerikanern verdächtigt wird, Spionage zu betreiben. Die bauen Kommunikationsgeräte und hören offenbar auch alles mit. Mein Name ist Sonneborn. Die Einladungen großer Unternehmen stapeln sich auf meinem Schreibtisch. Vielen Dank. Vor allem uns neue Abgeordnete haben die Firmenbosse im Visier. Huawei soll unter dem Einfluss der chinesischen Regierung stehen und Spionage betreiben. 2011 hat der Konzern ein Lobbybüro für Öffentlichkeitsarbeit in Brüssel eröffnet, nice to meet you. Damit wir Abgeordnete alle unsere Fragen stellen können. Do you speak Chinese? Of course. Ah, fine. Bist du ein Sicherheitsrisiko oder gar eine getarnte Spionagekolonne der kommunistischen Partei? Oder gar eine getarnte Spionagekolonne der kommunistischen Partei? These are not true. And you have to understand us, and apparently you are not really, really try to understand the company. This is the problem. And I mean, there's a lot of misperception around this topic. And I think it's very important that you should understand, you should sit down with us, having a dialogue, and really understand how we do in this area. Auf einmal verstand ich die Chinesen. Sie wollen uns helfen, ein besseres Leben zu führen. Und ich soll ein Teil dieses großen Projektes sein. But please, can I contact your office? Yes, you can. It's okay? Yeah, sure. Thank you very much. Thanks. Die Public Relations Managerin Tina Tsai und ich, wir waren Freunde geworden. Die Dame hat gesagt, wir sind eingeladen, wir dürfen essen und trinken, was wir wollen und ich sollte mir doch jetzt einen neuen Sekt suchen an der Bar. Die Beurteilung strategischer Partnerschaften mit global operierenden Konzernen braucht eine solide Grundlage. Prost! Je länger ich trinke, desto besser gefällt mir die Idee, meine Zusammenarbeit mit den Chinesen zu vertiefen. Fräulein Tsai hat mich restlos überzeugt. Nach 11 Gläsern Champagner und 27 Canapés bin ich der vollkommenen Überzeugung, dass dieser Konzern, dessen Name betrunken viel einfacher auszusprechen ist, Huawei absolut harmlos ist und Europa platt machen wird.